So, dann gehen wir weiter zum Speed-Dating. Bei mir ist immer noch die liebe Ramona von Rage. Soll ich dir das Speed-Dating nochmal kurz erklären? Mach das doch nochmal bitte. Okay, beim Speed-Dating kriegst du jetzt von mir viele Fragen gestellt, die du bitte so spontan und intuitiv wie möglich beantwortest. Es gibt kein richtig oder falsch und du darfst nicht bitte ein Bourbon sagen und damit die Frage skippen. Du musst darauf antworten. Okay, ich bin nur sehr schlecht da drin. Das ist egal, dafür wird's umso lustiger. Okay. Aber du, wie gesagt, du musst halt ein bisschen spontan sein. Pass auf, okay. Ja, spontan. Penis. okay. Das kannst du gerne zwischendurch sagen. Das kannst du auch als Antwort. Auch bei einigen Fragen kannst du, glaube ich, Penis auch als Antwort einfach nehmen. Das ist gut. Nein, wir gucken mal. Okay, wir legen los. Pass auf. Kannst du meinen Namen aussprechen? The Bourbon Kid. Hello, yeah. Fräuleins. Hello. Heute schon gelogen? Nö. Lila oder rosa? Eine Mischung aus beidem, lila und rosa. Hast du Tattoos oder Piercings? Keine. Von beiden. Welches Musikgenre bevorzugst du? Metal Hardstyle. Ja. Magst du einmal für mich fluchen? Oh, fuck off! Lieber die Nacht durchtanzen oder durchsaufen? Das kommt beides zusammen irgendwie. Kommt es auf die Größe oder die Technik an? Well, natürlich auf die Größe. Immer diese Technik, verstehe das nicht. Sea of Thieves oder Overwatch? Sea of Thieves. Wie dreckig darf Humor sein? Oh, sehr dreckig. Du bekommst 500 Euro geschenkt. Wofür gibst du sie aus? Perücken. Beifahrer oder lieber selbst fahren? Beifahrer. Wer interviewt besser, die Bild oder ich? Du. In welchem Spiel hast du die meisten Spielstunden? Battlefield. Wie viele? ich habe wirklich jeden Teil gezockt bis zum Erbrechen, bis nichts mehr ging. Also ich glaube, in sämtlichen Battlefield-Teilen, alles zusammen, habe ich immer noch die meisten Spielstunden. Was macht eine Frau so richtig schön? Der Charakter. Welches TV-Format sollte unbedingt wieder zurückkommen? Glücksrad? What? Okay. Wie dreckig... Ich weiß auch nicht. Ja. Wie dreckig ist dein Streamingplatz? Auch sehr. Dein schlimmster verkaterter Moment. Ja, nach dieser besagten Weihnachtsfeier, weil es wurde noch sehr viel getrunken. Ketchup oder Mayo auf Pommes? Ketchup. Was ist das dümmste Vorurteil über Drag? Dass alle schwul sein müssen und ich meine dann auch wirklich mit, also stockschwul und sehr feminin sein müssen. Müssen sie nicht. Der schönste Tag in deinem Leben? Als ich meine Berufsausbildung abgeschlossen habe. Schon mal während des Streams aus einem Game geragequittet? In jedem Stream. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Erzähl uns ein Geheimnis von dir. Untenrum trage ich Jogginghose und Socken. Ananas auf Pizza? Ja. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du gerne? Katze. Wovon wird dir schlecht? Cola Weinbrand. Küssen direkt nach dem Wachwerden oder erst Zähne putzen? Erst Zähne putzen, bitte. Welchen Satz sagst du am häufigsten in deinen Streams? Oh, fuck off, Milan! Ja, wirklich. Glückwunsch, du bist jetzt Weltherrscherin. Was ist deine erste Amtshandlung? Uneingeschränkter Zugriff auf sämtliche Bankkonten. Kaffee oder Energy Drink?
Bitte? Kaffee oder Energy Drink? Kaffee. Wer ist dein größter Fan? Der größte, ist, glaube ich, Boo. Boo loves me and I love her. Welche drei Dinge würdest du nie auf Instagram zeigen? Penis, Arsch, Füße. Brusthaare bei Männern, ja oder nein? Mittlerweile ja. Warst du schon mal in Thailand? Ja. Post direkt aufmachen oder erst sammeln? Direkt aufmachen. Du bist im Gefängnis gelandet. Wen rufst du als erstes an? Niemand, ich will drin bleiben. Ich muss die Seife, Honey. Diesen Satz liest du am häufigsten in deinen Streams. Wann geht's los? Welcher Promi wärst du gerne mal für einen Tag? Wirklich Alaska Thunderfuck, hätte ich Bock drauf. Was ist besser als Sex? Geld. Stromausfall für die nächsten 3 Tage im Hause Ramona. Wie verbringst du die Zeit? Ich liege einfach auf dem Sofa und gucke die Decke an. Was war das Wichtigste für dich im letzten Jahr? Die Twitch-Partnerschaft. Was ist das Schönste an deinem Wohnort? Ist Hannover. Oben oder unten? Was? Oben oder unten? Depends. Okay. Ja. Kommt wirklich drauf an, ne? Wie viel Energie man noch hat. Wenn dein Leben ein Spiel wäre, welches wäre es? Die Sims. Linke oder rechte Betthälfte? Jetzt muss ich gerade überlegen. Wenn man jetzt vorm Bett steht? Ja. Also am Fuß? Ja, dann rechte Seite. Dein persönlicher Gruß an Angela Merkel. Angela! Mach die Clubs wieder auf! Danke. Was bringt dich zum Lachen? So ziemlich alles. Ich lache ständig. Was bringt dich zum Weinen? Corona. Nenn mir deine unnötige Superkraft. Laktoseintoleranz. Was hilft dir morgens aus dem Bett zu kommen? Kaffee. Dein Lieblings-Gute-Laune-Lied? Oh Gott, ja, gut. Also, Skirnd Columbine. Klingt komisch, ist aber so. Du hast nur noch einen Tag zu leben. Wie verbringst du ihn? Ja, ich schrei einfach jeden auf der Straße an. Wie findest du Bourbon? Das Getränk? Kein Kommentar. Ich hab Bourbon noch nie getrunken. Dein Gesicht, wenn du dich mal wieder verschminkt hast. Eine Motte. Dein Gesicht? Wie machst mein du? Gesicht, wie machst du dann? Wenn ich mich mal wieder, also wenn es mal wirklich komplett daneben gelaufen ist, sehe ich aus wie eine Motte. Mach mal bitte. Nee, das geht nicht. Das sieht dann halt so aus, wenn ich mich geschminkt habe. Wie soll ich mich jetzt also da habe ich hier wirklich so riesige Fühler hier oben. Das passiert manchmal. Okay, dann schau mal so, als würdest du dich gerade aufregen. Kein Kommentar. Oder hast du gerade einen Screenshot gemacht? Vielen Dank, das war's. Er sagt einfach nichts dazu.